Hey liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen, sehr verschwitzten Video. Es tut mir leid, aber es ist verdammt warm. Ich hoffe, ihr kommt mit dem Glänzen heute mal klar. Wir hatten schon einen Teil vorhin schon erklärt, und zwar ging es letztens um den Kompressor. Und heute widmen wir uns mal der nächsten Dynamikbearbeitung. Heute geht es ums Gate, nicht um die Tür oder um das Tor. Ja, eigentlich ja schon. Im Prinzip ist es das ja schon. Egal, fangen wir an nach dem Intro. Fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist ein Gate überhaupt und wozu brauche ich es? Im Prinzip ist es nichts anderes als ein Tor für Signale, kann man sagen. Mal öffnet es und mal schließt es. Aber wozu brauche ich das überhaupt und wie kann ich das Ganze einstellen? Ganz einfach. Ich glaube, das bekannteste Gate, was man so kennt, ist das Noise Gate. Und wie der Name schon sagt, ist es ein, ja, Geräuschetor, kann man sagen. Man nutzt es dafür, um Störgeräusche zu unterdrücken. Als Beispiel, ich habe jetzt einen, ja, nicht schlechten, aber sagen wir mal, im Mitteltaste DSP und der DSP oder die Wandler sind gar nicht mal so gut. Und dementsprechend, wenn ich kein Signal raufgebe, rauscht es. Man kennt das, wenn man eine Anlage praktisch einfach nur stehen lässt und sie ist an, dann rauscht es in den Lautsprechern. Das ist normal, dass da so ein gewisses Rauschen kommt. Das kommt vom Ruhestrom der Transistoren. Also dementsprechend vollkommen normal. Aber je nach Preisklasse und je nach, ja, Größe ist halt dieses Rauschen unterschiedlich laut aus. Und gerade im PA-Bereich, weil die Endstufen so auf Last gelegt sind, kann das Rauschen auch mal ein bisschen lauter werden. Und da nutzt man das Noise Gate. Und zwar, wenn ich jetzt kein Signal anliegen habe, dann möchte ich nicht die ganze Zeit dieses Rauschen hören. Und das Noise Gate kann das praktisch erkennen und dementsprechend schließt es, sobald kein Notsignal da ist. Weil das Rauschen ist ganz, ganz leise und ich gebe praktisch wie im Kompressor auch einen Schwellwert, ab wann es anfangen soll, das Signal zu öffnen. Das heißt, ich habe jetzt als Beispiel einen Peakmeter und habe bei 60 dBU ein kleines Rauschen zappeln. Ein ganz bisschen Rauschen habe ich da zappeln. Dann setze ich meinen Threshold, also meinen Schwellwert, ein bisschen darüber und dementsprechend ist das Gate zu. Und erst wenn ich über diesen Wert komme, was schnell passiert beim Nutzsignal, wenn ich jetzt meine Musik drauf gebe, dann geht das Tor auf und mein Signal kann die Box passieren. Sobald ich aber kein Signal raufgebe und dieses Rauschen wieder da wäre, geht es nämlich unter den Schwellwert und dementsprechend schließt das Gate wieder und ich habe kein Rauschen auf der Box. So viel schon mal zum Noise Gate. Und das normale Gate, oder was heißt normale Gate, das kann man auch für alle anderen Signale übernehmen, wie zum Beispiel auf dem Mikrofon. Als Beispiel, die beschissenste Situation, die man wirklich haben kann als Techniker, sind Schwanhalsmikrofone. Als Beispiel, ich habe jetzt eine Konferenz und habe 8 Schwanhalsmikrofone. Ihr wisst, immer wenn ich ein Mikrofon mehr aufmache, ja, steigt mein Risiko einer Rückkopplung. Das heißt, man will auch nicht zwingend jedes Mikrofon aufhaben, weil es koppelt dann nämlich ziemlich schnell. Was kann ich machen? Ich kann einfach auf jedes Mikrofon ein kleines Gate draufgeben, praktisch ungefähr mit minus 40 dB, dass wenn nur einer redet, den sein Mikrofon wirklich aufgeht und die anderen zubleiben. Ich brauche nicht mehr einzeln irgendwelche Mutes drücken. Nein, ich kann mich zurücklehnen und das Gate macht es komplett von alleine. Aber nicht nur reden, sondern auch mal zeigen. So, ich habe wie in einer anderen Folge auch meinen Beta 58 Kanal und werde jetzt mal das Gate live anwenden. Wenn ich jetzt mal hier aufs Gate gehe, dann habe ich ähnliche Werte wie auch beim Kompressor. Ich habe den Threshold schon drüber gesprochen, ist der Schwellwert, ab wann er anfangen soll, praktisch zu öffnen. Und ich habe Death und das sagt mir, wie stark soll er absenken. Soll er jetzt komplett absenken, nämlich 60 dB, also man hört praktisch gar nichts mehr, wenn der schließt. Oder soll er zum Beispiel jetzt nur, ja weiß ich nicht, 10 dB absenken. Das kann man ja einstellen, wie man möchte. Er kann schließen, er kann aber auch noch halb offen bleiben. Das kann man machen, wie man möchte. Dann gibt es ebenfalls den Attack, das heißt, wie schnell soll der Abschwellüberschreitung anfangen zu öffnen, soll er noch die irgendwelchen Spitzen, die gerade kommen, noch schließen, also praktisch geschlossen lassen, oder soll er es sofort öffnen. Das gleiche kann ich mit dem Hold machen. Das heißt, wenn mein Schwellwert wieder unterschritten ist, wie lange soll das Signal noch offen halten? Und mein Release ist praktisch, wie schnell soll das Ganze schließen? Soll es ganz schnell gehen oder soll er wieder ganz langsam runterfaden? Das sind schon mal die 5 Werte eines Gates. Und jetzt werden wir es mal anwenden. So, ich mache jetzt mal meinen Threshold, wie er schon ist, auf minus 36 dB. Dann machen wir meinen Attack auf ganz schnell, damit man das einfach, ja, für euch, damit ihr es besser nachvollziehen könnt. Wir machen ihn jetzt mal rein. So, mein Schwellwert ist praktisch locker überschritten, wenn ich ins Mikrofon reinrede. Dementsprechend könnt ihr mich immer noch sehr, sehr gut hören. Was ist aber, wenn ich jetzt mal den Threshold, kann ich auch hier oben machen, wenn ich jetzt mal den Threshold viel höher setze, dann wird es immer länger dauern, wahrscheinlich muss ich zwischendurch mal zu dem Mikrofon switchen, damit der es hört. Es wird immer länger dauern oder immer blöder anhören, weil er immer später anfängt zu öffnen. Wenn ich jetzt nicht hier oben bin, dann hört ihr eigentlich von diesem Mikro gar nichts mehr. Wenn ich jetzt aber lauter werde, dann könnt ihr sehen, dass er praktisch jetzt so überschreitet und den ich dann auch wieder hören kann.
Jetzt habt ihr auch also gesehen, wie ein Gate funktioniert. Das heißt, wenn der Schwellwert nicht überschritten wird, dann schließt er einfach nur in der Tiefe, wie ihr das hier angegeben habt. Gerade eben müsst ihr mich noch gehört haben, weil ich bloß 10 dB Death angegeben habe. Wenn ich jetzt aber bei 60 bin, dann schließt der wirklich komplett. Ja. Jetzt nochmal ganz zum Ende, wo ich ein Gate überall anwenden kann. Ich kann ein Gate beim Schlagzeug anwenden, wenn ich nicht will, dass bei einer Trommel das Ganze in jedes Mikrofon reinrotzt, was den Mix auch sehr viel cleaner machen kann live. Ich kann es bei Schwanhalsmikrofon anwenden, ich kann es bei Gesangsmikrofon anwenden, ich kann es bei so vielen Sachen anwenden, bei DSPs, um das Rauschen zu verringern oder dass man einfach das nicht jedes Mikrofon öffnet, damit es nicht sofort eine Rückkopplung gibt. Gerade auch im Musical ist es interessant, wenn viele Headsets auf der Bühne sind und nicht jeder gleichzeitig spricht, dann kann ein Gate sehr, sehr attraktiv sein. Ich muss sagen, obwohl das Ganze so einfach ist, war es gar nicht so einfach, das Ganze zu erklären. Wenn es euch dann noch gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch und lasst ein Abo da und Glocke aktivieren, wie ihr möchtet, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen auf jeden Fall und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao.